Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Spore. Und genau, Leute, ich würde mal sagen, da machen wir hier direkt mal weiter. ja, willkommen zur Folge 2. In der letzten Folge waren wir ja hier in dem Gezeitentümpel unterwegs. Und wir haben uns jetzt weiterentwickelt zu einer Kreatur, und zwar zu diesem kleinen Ding hier. Das ist so niedlich, Freunde. Und eine Sekunde, ich muss auch noch mal ganz kurz hier meine Uhr anmachen. So, 29 Minuten, das passt. Alles klar. Ja, jetzt sind wir hier angekommen an Land, haben wir unsere Beine weiterentwickelt und dann schauen wir einfach mal, was das da ist. Ist auf jeden Fall auch ein totes. So, schaut mal. Was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du noch auf größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Paarungsruf. Klicke unten auf den Paarungsruf-Button, um deinen Partner zu finden und in den Kreaturendesigner zu gelangen. Hier kannst du dein Aussehen verändern und die Teile hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. So sieht's aus, Freunde. Und schaut mal hier, wir müssen was essen, Leute. Wir sind nämlich hier. Genau. Du bist ein Allesfresser. Fress Fleisch, um dich zu ernähren. Genau. Wir müssen gucken, dass wir keinen Hunger kriegen, Freunde. Hunger sehen wir hier unten rechts. Hunger, genau. Und Hitpoints. 10 Stück. Okay, Leute. Die singen da so ein bisschen. Das ist gar kein Problem. So, Leute, dann würde ich mal sagen, müssen wir uns ja. Moment mal, können wir schon eine Herde machen? So, Leute, ja, da bin ich wieder. ja, der hat mir die Aufgaben abgebrochen, weil ich auf die Leertaste gedrückt habe. Deswegen, ja, wir waren ja gerade hier am Anfang, ne? Wir sehen hier so süß und niedlich aus. Wir können ja eine Herde machen, glaube ich. Allerdings, ja, ich glaube noch nicht, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich muss auch das Ding da hinten noch mal kurz aufsammeln, oder? Genau, ich muss das hier noch mal kurz aufsammeln, Leute. Weil hier das Springen auf der Leertaste ist. Ah, genau, Freunde. Was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug und du auf noch größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Genau, Freunde. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Genau. genau, was gefressen haben wir jetzt auch. Sehr gut. Habe ich jetzt gerade quasi wiederholt. Och, wie süß. Schaut mal, da ist ein Babysebi. Ein Babysebi. Schaut mal. Das ist geil. Ein Babysebi, Freunde. Oh Mann, Leute, das ist so süß. Naja, Leute, ich würde mal sagen, wir sollen uns jetzt hier nach an einer anderen Rasse umschauen. Und da vorne sehe ich doch schon ein anderes Nest. Wir können auch hier raus und rein zoomen, das finde ich ganz cool. Schaut mal, da kommt schon einer an. Hallo, du da. Wer bist denn du? Du siehst süß aus. Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein, dann kannst du deinen neuen Nachbar entweder ansingen oder anfauchen. Okay, Freunde. Deine Haltung bestimmt, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit ihr umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Okay, danach kannst du die einzelnen Fähigkeitsbuttons benutzen. Seit der Abschluss der Zellenphase hat dir eine neue Fähigkeit beschert. Klicke auf diesen Button, um sie einzusetzen. Ich würde sagen, Freunde, wenn wir jetzt hier so neue Kreaturen sehen, würde ich sagen, machen wir jetzt als erstes erstmal hier so Sozialhaltung statt die böse Kampfhaltung, auch wenn wir da mehr Fähigkeiten haben, aber nein, nein, ich möchte mich erstmal hier mit denen anfreunden. Dann schauen wir uns aus. Was machst du denn? Du willst dich mit mir paaren? Nee, erstmal nicht, danke. Ich muss dich leider jetzt erstmal wegschicken wieder. Dann schauen wir uns das doch mal an. Die wollen nämlich. Wir verständigen uns mit gleichen Interaktionen, Freunde. Gut gemacht. Der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem besten Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Jawohl, Freunde. Wir müssen interagieren. Das heißt, wir haben hier 4 Fähigkeiten. Die können allerdings nur singen.
Aber der mag uns jetzt schon. Also wir müssen immer das machen, was die andere Rasse macht, um damit wir uns verstehen quasi. Den haben wir schon, ne? Den haben wir jetzt schon für unsere Sache gewonnen. Okay, gut. Dann ist da ein Skelett. Genau, die Smileys. Engelshülse. Sehr interessanter Name im Übrigen. Die gelbe Smiley heißt, ja, wir sind dem gleichgültig. Also weder positiv noch negativ. Und in jedem Stamm quasi hier gibt es einen Alpha. Und wenn wir den überzeugen, das ist schwieriger. Aber das ist dann auch mehr wert, wenn wir den Alpha überzeugen, ne? So, komm, komm, komm. Jawohl, Leute, sehr schön. Da ist jetzt ein blauer Smiley. Das heißt, blauer Smiley, der ist schon uns schon freundlicher gesinnt hier. Schau mal, der reagiert sogar auf uns hier. Oh, wie süß, Leute, der tanzt. Oh, Mann, oh, Mann. Und, ja, wir brauchen jetzt hier oben steht 2 von 3. Das heißt, wir müssen jetzt noch, das Ganze jetzt noch bei einem von denen machen, von der Engelshülse. Und dann sollten wir die jetzt eigentlich als Verbündete kriegen. Jawohl, Leute. Sehr gut. Die sind jetzt mit uns verbündet. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier quasi schon unseren ersten freundlichen Gleichgesinnten hier. Die ist so süß, schau mal. Oh Mann, das ist so bescheuert. Okay, Leute, dann sammeln wir das Teil hier. Was haben wir denn da? Panthenon. Noch ein Auge, okay. Ah, da ganz hinten sehe ich schon... aggressive Leute. Schaut mal hier, Plup. Die sind aggressiv. Die haben einen orangen Smiley. Und da, die werde ich mal lieber in Ruhe lassen. Alles klar, dann würde ich mal sagen... Nein, 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 nein. So, schau mal, Geschichte. Genau, wir müssen uns jetzt nämlich hier auch wieder in der mittleren Sache bewegen. Weil, ja, ich möchte, wie gesagt, hier anpassungsfähig bleiben und kein Raubtier und kein soziales Tier sein. Und schaut mal, hier oben steht jetzt, wir sind schon 2 Milliarden Jahre unterwegs. Meine Güte, das geht ganz schön schnell. Was haben wir denn da? Schaut mal. Ach, das ist eine Muschel, okay. Der versucht die aufzuheben, aber kann er noch nicht, weil er noch keine Arme hat. Ja, komm, dann spring drüber hier, komm. Kannst du da drüber springen? Nee, leider nicht, okay. Egal. Ja, die Springfunktion, die ist noch sehr... Ich hoffe, der macht ein paar Saltos hier. Oh, und wir kriegen gleich wieder Hunger, schaut mal. Dann würde ich sagen, da wartet doch schon unser Partner auf uns, ne? Dann würde ich sagen, ja, machen wir das mal hier, komm. Das ist so bescheuert süß, Freunde. Genau, Leute. Ach, wie goldig. Plopp. Genau. Oh Mann, Leute, okay. Dann sind wir jetzt ja quasi hier wieder in unserem schönen Editor, ne? Können wir jetzt unsere Kreatur noch weiter bearbeiten. Das würde ich sagen, mache ich auch. Und zwar indem ich jetzt hier diesen Saugrüssel mal abmache. Und ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich lasse den mal ein bisschen größer werden. Genau so. Und ein bisschen aufrechter. Genau so, Leute. Dann kommen die Beine mal ein bisschen hier mittig. Und einen Moment, mich juckt gerade hier was. So. Und die Flagellen, was bringen die denn nochmal? Was war das? Ohne Mund, okay. Ja, wir müssen uns erstmal um Münder kümmern, Leute. Aber ich würde mal sagen, ich nehme jetzt erstmal hier diese Augen weg. Und, ja, was soll ich denn jetzt hier für ein Auge nehmen, Leute? Glotzglotzer. Oh Mann. Nee, wisst ihr was? Ich nehme erstmal hier so ein Schüchting. Schüchting-Auge. Oh Gott, schaut mal. Das sieht so witzig aus, Leute. Können wir auch größer machen. Mach das mal ein bisschen größer. Das sieht bescheuert aus, Leute.
Ja, falls ihr euch wundert, warum ich meine Kreatur noch nicht umbenenne, ich nehme es direkt nach der letzten Folge auf, deshalb nicht wundern, wenn ich noch keine Vorschläge annehmen kann. Und ja, so Münder, Leute. Jetzt haben wir hier einen Mund, Allesfresser, ne? Schmatzer. Okay. Grunton, Knaurier und Tukan nicht. Das ist so ein... Da sehen wir doch jetzt mal die verschiedenen Fähigkeiten. Mit den Wundern können wir alle beißen und singen. Hier könnten wir uns jetzt entscheiden, ob wir mehr beißen oder mehr singen wollen. Ich glaube, da wir noch ein bisschen unten sind in der Historienleiste, nehme ich jetzt erstmal hier diesen Grundtonmund und verbünde mich mal mit noch so ein paar Kreaturenstämmen. Oh, schau mal. Witt. Schade. Nein. So einen fetten Mund möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, Leute. Hier die Hörner, die können ein bisschen kleiner gemacht werden. So. Genau. Was haben wir denn hier noch? Was ist das denn? Ist das ein Ohr? Das sind Ohren, glaube ich, ne? Ja, brauche ich aber erstmal nicht. So, Arme, Leute. Wir haben Arme. So, hier gibt es auch noch so Exoskelett-Sachen. Ah, genau, Leute. Die Exoskelett-Sachen, die habe ich, weil ich das galaktische Abenteuer-Patch noch habe. Und deshalb habe ich jetzt hier noch die Zusatzsachen. Allerdings, Freunde, die sehen ein bisschen komisch aus, finde ich. Also hier so komische... Nee, das ist nix. Nee, die Sachen mag ich nicht so. Ich bleib mal lieber hier bei den Standardsachen. Da nehme ich dann aber jetzt hier... ich würde mal sagen, diese Arme hier. Das sieht so goldig aus, ey. Ja, wie er uns anlächelt. Oh Mann, Leute. So, Hände. Haben wir hier irgendwas... Das können wir uns nicht leisten. Moment mal. Da wir im Moment eh nicht kämpfen. Das reicht das? Ja, das reicht sehr gut. Gut, da können wir uns jetzt hier noch so ein paar Hände machen. Wir haben die Fähigkeit posieren, Freunde. Das ist eine Sozialfunktion, da würde ich mal sagen. Nehmen wir uns mal hier diese Hände. Der sieht doch witzig aus, oder Freunde? Was sagt ihr? Und die Düse hier hinten lasse ich erstmal dran. Ach Gott, stimmt, Freunde, Füße haben wir auch noch. Alter Schwede, ganz schön viel hier, ja. Die Düse, ja, oder obwohl, kann ich die vielleicht nicht vielleicht sogar wegmachen? Weil die Düse, wenn wir die jetzt wegmachen, dann haben wir die für immer verloren. Ach stimmt, wir können ja fliegen, ne? Sollen wir unsere Kreaturen einen Flügel geben? Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich das dann, ja. Genau, Freunde, dann können wir noch bezaubern. Das ist auch noch eine Fähigkeit. Stimmt, Leute. Wir können auch noch bezaubern. Das werden wir auch brauchen auf unserem auf unserem sozialen Feldzug hier. Und ach, soll ich das hier so als so kleine Ohren machen? Das sieht so witzig aus, Leute. Nee, wisst ihr. Ja, wohl, nee, die Stachel. Wisst ihr was? Den Stachel, den mache ich mal hier oben so drauf. Wie so ein kleine... So eine kleine... Keine Ahnung. So, Leute. Ja, das sieht doch schon mal ganz witzig aus. Und wir haben jetzt hier drei Fähigkeiten auf Stufe 2. Ja, die Fähigkeiten haben verschiedene Stufen, Freunde. Und je höher die Stufen, desto stärker sind die Fähigkeiten. Genau. Da wir jetzt vor allem erstmal auf Soziales legen, würde ich mal sagen, lassen wir das so. Okay, Leute, dann haben wir jetzt erstmal hier alles dran gebaut, was wir können. Hier gibt es noch Waffen. Aber die werde ich jetzt erstmal nicht benutzen, Leute. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo, machen wir mal weiter. Och, ist das süß, Leute. Wir sind ein Baby, Leute. Genau, wir sind noch ein Baby. Nummer 3. Ah, jetzt lernen wir hier die verschiedenen Fähigkeiten. Schaut mal, das ist das Bezaubern, Leute. So, was machen?
posieren, Leute. Tada. Das haben wir richtig gemacht. Oh, kämpfen. Okay. Batz. Ja, alles klar. Das haben wir. Jawohl, Leute. Wir sind gewachsen. Wir sind gewachsen, Leute. Und ja, wir sind jetzt auch schon etwas größer, wie ihr seht. Und ja, wir sehen so aus. Schönes Grinsegesicht. Dann würde ich mal sagen, jo, wir können diesen Stock aufheben. Können wir den noch werfen? Können wir den noch irgendwie werfen? Nö. Wir haben jetzt hier einen Stock in der Hand. Okay. Sehr interessant. Allerdings, Freunde, bevor wir während wir uns jetzt hier auf den Weg zu der nächsten Rasse machen, möchte ich mal ein paar Kommentarschreiber hier grüßen, die dabei sind. Das ist einmal die Shuhu. Freut mich sehr, dass du hier reingeschaut hast. Sei willkommen im Projekt. Und die Ayato Shiba. Freut mich auch sehr, dass du dabei bist. Sei gegrüßt, sei willkommen. Und ja, ist auch eins deiner Kindheitsspiele, habe ich gehört. Und ja, freue mich, dass dir das gefällt hier so. Dann gibt es noch die Just for Fun. Genau, freut mich auch, dass du dabei bist, Lo. Dass du dabei bist. Und ja, das macht auch viel mehr Spaß, wenn man das mit mehreren Leuten spielt. Ne? Genau, so. Jetzt haben wir hier die nächste neue Rasse entdeckt. Jubel. Und da würde ich mal sagen, die sind weniger auf Sozial, sondern mehr auf Kampf. Das heißt, dann würde ich mal sagen, verbünden wir uns mal mit denen. So, der singt. Ja, unser Gesang war viel besser als seiner. Oh Gott. Das ist so süß. So, Leute, dann würde ich mal sagen, wo ist der Alpha? Da hinten ist der Alpha, das Alpha-Tier. Ich glaube, das könnten wir schaffen, Leute. Schaut mal. Der singt. Schaut mal, wir haben mehr Fortschritt. Wir haben viel mehr Fortschritt. Einfach, weil unsere Fähigkeit schon auf Level 2 ist. Das ist so süß, Freunde, die Sounds hier. So, wir haben jetzt... Immer wenn wir den Alpha überzeugen oder bekämpfen, kriegen wir neue Körperteile, Leute. Dann machen wir nochmal den hier. Unser Gesang ist viel besser, Leute. Ihr habt gar keine andere Wahl. Oh, schaut mal. Evolutionsschritt. Jawohl. Yeah, wir haben ein Gehirn, Freunde. Ein größeres Gehirn. Intelligenz. Du bist ein wenig schlauer geworden und hast deinen ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für deinen Rudel zu gewinnen, die dir bei deinen Abenteuern helfen werden. Ah, jetzt haben wir das Rudel. Mhm, alles klar. Mitglieder deines Rudels helfen dir im Kampf oder beim Schließen von Freundschaften. Du hast derzeit Platz für ein weiteres Mitglied. Freunde dich mit deinem Verbündeten an, dann schließt er sich dir an. Ja... Das mache ich aber jetzt erstmal noch nicht. Wie ihr seht, wir haben 15 Lebenspunkte. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder nach Hause. Und wir nehmen uns jetzt mal noch einen mit auf unserem Kreuzzug hier. Naja, Kreuzzug. Auf unserem Freundschaftszug. Genau, dann würde ich sagen, nimm mal den mit hier. Oh, das ist bezaubernd hier, Nummer 4. Nein! Ach, jetzt habe ich bei meinem eigenen Team mit gefailt. Verdammt. Ja gut. Probieren wir das nochmal. So, was machst du? Das ist bezaubern. So. Mhm. Ja, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Gut. Dann kommst du mal mit, würde ich das mal so sagen, ne? Genau, Leute. Wir sind jetzt ein Rudel. Hallo, Freund. Du hast deinem Rudel eine Kreatur hinzugefügt. Du kannst jagen, singen oder tanzend über die Wiese hüpfen. Okay. Was du machst, machen sie nach.
Jawohl, Freunde. Dann würde ich mal sagen, soll ich das jetzt mal probieren hier? Die sind ja nicht ganz so aggressiv, ne? Ich möchte euch nämlich noch die Fähigkeit hier zeigen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir probieren mal, ob wir die Aggressiven hier zu uns bringen können. Gut, dann sprinten wir jetzt mal dahin. Direkt mit dem Alpha, komm. Direkt mit dem Alpha. Du brauchst nicht mich anzuknurren. Das ist bezaubern, Leute. Mhm. Alles klar. So. Der macht wieder bezaubern. Und den haben wir schon mal, Freunde. Das Alpha-Tier haben wir schon mal. Zack. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch einen Mund bekommen. Podium. Singen Stufe 3, Leute. Richtig gut. Und die sind jetzt neutral. Schaut mal. Gut, Freunde, würde ich mal sagen, Hilfe der Erde, machen wir das mal. So, da wir haben jetzt diese Fähigkeit hier und da kommen... Hilfe der Herde? Da! Da sind jetzt hier so ein paar Freunde hier, die helfen uns jetzt so ein bisschen, um die zu überzeugen. So, dann würde ich mal sagen, machen wir mal kurz weiter. Hallo! Ja, das Tanzen. Der Gesang reicht da schon, ne? Da müssen wir noch nicht mal das Gleiche machen. Hör auf, den Kopf zu schütteln. Das war doch ganz gut so. Alles klar, Leute. Den haben wir doch schon. Allerdings diese 5 Kreaturen hier. Ach, wie süß, Leute. Ja, die 5 Kreaturen bleiben nur auf Zeit da. Das heißt, die gehen wieder weg. So. Tanzen habe ich nicht. Da haben wir jetzt was anderes gemacht, aber unser Gesang war so überwältigend, dass wir die jetzt als Freunde gewonnen haben, Freunde. Och, schaut euch das mal an, wie süß die sind hier. Otz. Ja, ja. Richtig gut, ey. So. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier unser nächstes Auge. Ein Linser. Okay. Gut, Freunde. Dann schaffen wir das noch, uns noch einen Partner zu holen. Hier sind ja die anderen, ne? Die kleinen, die wir da gerade eben ja uns besorgt haben quasi. Und was ist das? Och, was ist das denn? Das sieht ja süß aus. Dubler. Hallo, kleiner Freund. Na komm. Gesang. Okay. Zack. Alles klar. Wo ist der Alpha? Da ist der Alpha. So. Und? Oh, bezaubern. Alles klar, Leute. Wow. Das geht so schnell mit der Hilfe der Herde. Das ist so krass. Dann machen wir den noch. Gesang, okay. Was macht der denn da? Ja, dann... Oh, da müssen wir uns jetzt hier verteidigen, hä? Ja, dann... Was machst du mit meinem Freund? So. Oh, Leute. Den müssen wir jetzt... Moment, geh mal ein bisschen zurück, dann können wir den nämlich rammen. Oh, geh weg. Um Gottes Willen, Leute. Wow. Boah. Was ist das denn für einer? Der ist ja krass. Verdammt. Du wurdest im Kampf besiegt. Ja, auf Kampf war ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, ne? Bist du verletzt, zieh dich in dein Nest zurück, um dich zu heilen. Das ist eigentlich nicht schlimm, ne, wenn wir hier sterben. Oh. Ah, die ziehen weiter. Mhm, okay. Ach, wie süß, Leute. Der wartet noch auf das Baby. Alles klar, das heißt, wir haben jetzt hier so einen Zwischenschritt wieder geschafft. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden und deine neue Heimatbasis zu beziehen. Benutze deine Übersichtskarte, um dich durch die Welt zu bewegen. Auf ihr sind dein Nest, Nahrung und dein Migrationsweg eingezeichnet. Okay, Leute. Dann haben wir jetzt hier quasi unseren Vater. Und dann müssen wir hier diesem Pfad jetzt nach. Na? Moment, hol den mal mit hier. Nimm den doch mal mit da unten. Komm. Kommst du mit? Ich möchte dich gerne in der Herde haben. So. Komm bitte mit.
bezaubern, okay. Mhm. Ding, ding, ding. Komm schon. Ja, sehr gut. Du kommst bitte mit. Ich lasse dich doch hier nicht zurück. Du kannst die Distel nicht beeindrucken. Ach so, das war der Blödmann, ne? Der hier war das gerade eben. Boah. Ja, der ist auch ein bisschen heftiger gewesen. Schaut mal seine Fähigkeiten an, ne? Schon krass. Ja, okay. Zumindest haben wir den jetzt hier erstmal in der Herde und müssen mal... Genau, hier diesen blauen Pfad entlang. Der kommt mir nach, ne? Ja, genau. Oh, heilige Scheiße, Freunde. Bienenvögel. Ach, die sind aber süß. Schaut mal. Die können sogar fliegen. Geil. Aber erstmal nicht, Leute. Erstmal nicht. Wir müssen erstmal hier in unser nächstes Nest. Aber Leute, da hinten? Ja, es wäre jetzt ganz gut, wenn wir springen oder sprinten könnten, ne? Aber ich hole mir jetzt erstmal dieses Teil da. Mal gucken, was das für ein Körperteil ist hier. Ein Pucher. Ein Arm, okay. So, was ist das da oben? Skibble. Oh, die sind aggressiv. Okay, nee, dann lasse ich da mal... halte ich da mal Abstand von. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt belästigen. Boah, schön viele Körperteile da hinten, Leute. Was zur Hölle? Was ist das denn da? Sind die... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir wollen hier keinen Stress. Uff. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ah, verdammt. Lauf. Lauf einfach. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Du wurdest im Kampf besiegt. Ja. Ach, wir fangen... Wir fangen in unserem alten Nest an. Okay, Leute. Gut, dann machen wir das mal eben. Ach, da ist noch unser Rudel. Okay, Leute. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen. Da waren jetzt die Aggressiven und... Ja, die haben uns da so ein bisschen... ja, die haben uns... Okay, Handschreiter, die sind nicht so schlimm. Da sind die Bienenvögel. Die haben uns richtig auseinandergenommen. Muss man echt sagen, Leute. So, Leute, meine Uhr klingelt gleich. Aber wisst ihr was? Da es nur eine Woche die Folge ist, eine Folge die Woche ist, würde ich sagen, mache ich mal noch mal ein bisschen weiter. So, wir müssen doch jetzt hier irgendwie vorbeikommen. Genau, meine Uhr, ja. Verdammt, okay, so. Mhm. Ich will jetzt nämlich noch kurz ins neue Nest gehen. Und am besten jetzt mal mit schön viel Abstand hier. Boah, das sieht schön aus hier, ne? Das sieht richtig schön aus, ja. Schaut mal, die Gegend, die ist richtig nett. Hunger haben wir noch keinen. Okay, da sind die. Da sind die Blöden. So, geh mal bloß weg da. So, Leute. Einfach hier geradeaus weiter. Kleine Völkerwanderung. Und bei euch alles gut soweit. Ach stimmt, wir können hier auch mit... Mit WASD unsere Kreatur steuern, das mache ich glaube ich ab jetzt, ja, das ist besser so. So, was ist das denn hier? Antizipaste. Cool. Okay. In Form eines kleinen... Oh, schaut mal die Augen. Wie geil, Leute, schaut mal die Augen von dem. Können wir die vielleicht sogar mitnehmen? Moment, können wir die vielleicht sogar mitnehmen? Was macht der? Ja gut, tanzen kann ich jetzt nicht. Tanzen kann ich leider nicht, Leute. Hm. Ja, ich kann nicht tanzen. Verdammt. Man könnte ja auch was anderes als tanzen. Ah, bezaubern, alles klar. Ja. Da ist schon wieder... Moment, nein, 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 dann brech das ab. Da ist schon wieder irgendein... Ich muss das jetzt schaffen hier, Leute. Dann brech das mal ab und hau mal ab, dann... Muss ich leider mein Rudelmitglied da jetzt alleine lassen, auch wenn's... Ja. Oh, nicht schon wieder, Leute. Nein. Oh, geh doch weg. Du Blöder.
Ah, oh, schon wieder. Oh Mann, Leute. Oh, was ist das denn? Ah, da kommt immer irgendeiner dazwischen. Ne? Das ist so blöd. Ach, Mensch. Ja, die Folge, die kann sich noch ein bisschen ziehen, Leute. Gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen... Ja, den haben wir in der Herde aufgenommen. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal woanders lang, Leute. Einfach hier lang. Nicht an dem Weg entlang, sondern da gibt es viel zu viele Gefahren, ey. So. Auf jeden Fall Federle. Bezaubern 3. Sehr cool, Leute. Da sind schon wieder Aggressive, ey. Überall Aggressive hier. Was soll das denn? Naja, gut, dann würde ich mal sagen, da wurden wir zweimal hintereinander attackiert, ne? Das ist so krass. Würde ich mal sagen, find mal den Weg. So, dann können wir uns hier so... Was sind das für... Okay, okay, nee, die sind neutral, okay. Alles klar. Die auch? Oh nein, die... Geh mal weg da, bitte. Geh mal weg da. Lass die das mal unter sich ausmachen. Okay, Leute. Boah, die sind, hier sind jetzt so heftige Kreaturen. Na, schaut mal. Nein, die sind rot. Warum müssen alle hier rot sein? Ich traue mich hier irgendwie nicht. Oh nein! Lass mich doch in Ruhe! Ah, da ist noch... Ah nee, okay. Lass mich doch in Ruhe, Leute. Ah. Du meine Güte. Ich schaff's hier nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Alter Schwede, ich schaff's einfach nicht. Das sind die gleichen, die mich da kaputt gemacht haben, ne? Verdammt. Ja gut, dann... Ah, Leute, irgendwie muss ich da jetzt doch hinkommen. Gut, Leute, dann... ja, dann... Wenn ich das nächste Mal jetzt rote Gegner sehe, dann rufe ich die Herde und... Ja. So. Ich muss doch hier jetzt irgendwie... Das sind auch aggressive. Oh Mann, warum sind die alle aggressiv? Ich muss doch jetzt hier irgendwie durchkommen. Ja, solange die uns da nicht entdecken, ist alles gut, Leute. Ich will einfach nur in Ruhe hier zu meinem neuen Nest. Das kann doch nicht wahr sein. Dass das jetzt nicht geht hier. Ich muss mich hier durchschleichen. Naja, ich muss mich hier durchschleichen. So, dann sprinte nochmal. Ein bisschen zumindest. So. Alles klar. Ja, wahrscheinlich erst 35 Minuten, aber... Wie gesagt, es ist nur eine Folge die Woche, deshalb. Ja. So, was haben wir da? Das sind gelbe. So, was haben wir... Das sind gelbe, ja. Gork. Okay. Cool. Die lassen uns auf jeden Fall schon mal in Ruhe. Das finde ich schon mal sehr nett. So. Ich glaube, wir bleiben einfach auf unserem Weg hier. Das da hinten, das sind auch gelbe. Similuppe. Aha, okay. Ach, und da hinten ist unser Heimatnest. Yay! Wir haben es geschafft, Leute. Die Sinilopen... Die knurren uns nur ein bisschen an, aber die lassen uns noch in Ruhe. Alles klar. Gut, Leute, wir haben es geschafft. Da vorne ist unser Nest. Auf dem Weg dahin nehme ich aber das hier noch mit. Geh mal dahin. Los. Am besten im Sprint. Der für 2 Sekunden nur hält. Großes... Oh. Okay. Geil. Jawohl, Freunde. Wir haben unser Nest erweitert. Sehr schön. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Sehr geil. Wir haben jetzt ein größeres Nest. Genau. Und dann würde ich mal sagen, sammle ich jetzt hier noch kurz die Körperteile auf. Eine Sorgschnauze. Singen 4. Das ist gut, Leute. Singen 4. Was haben wir hier noch?
Bezaubern 4, Freunde. Wir kriegen jetzt richtig gute Teile. Ja, das steht hier jetzt natürlich alles, ne? Klar. Sebi ist viermal gestorben, ja. Aber wir sind noch in der Mitte, allerdings jetzt oben. Das heißt, wir müssten jetzt beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr kämpfen. Na? Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir stehen auch hier unten kurz vor der zweiten Bewusstseinsphase. Aber das würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal beim nächsten Mal. Hallo, kleiner Mann. Wie süß. Naja, Leute, wie gesagt, ich würde das dann hier jetzt erstmal zwischenspeichern und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.